Niedrigere Börsenkurse ermöglichen günstigere Vermögensübertragungen im Rahmen von Erbschaften und Schenkungen. Auf der anderen Seite stellen die höheren Inflationsrate Herausforderungen für die Ruhestandsplanung dar. Wir schauen uns das zunächst an am Beispiel der festverzinslichen Wertpapiere. Wir sehen hier entsprechend die Renditen verschiedener Segmente. Wir stellen fest, dass vor einem Jahr die Renditen sehr, sehr niedrig waren. Der Anlagenotstand, ausgelöst durch die Notenbanken und die verzerrten Preise, die wir gesehen haben, extrem niedrige Renditen, sogenannte Hochzinsanleihen, also Bonitäten ohne bzw. unterhalb Investment Grade Rating, die standen bei 2,38%. Jetzt sehen wir hier Renditen bei 7,4%. Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating, da sehen Sie auch hier sehr niedrig, die Renditen haben sich hier vervielfacht und das zeigt natürlich auch, dass wir als Kehrseite der negativen Entwicklung am Rentenmarkt aktuell interessante Einkaufsrenditen sehen und das natürlich für viele Investoren sehr vorteilhaft, da sie vielleicht noch Cash vorhalten, um dann zu investieren, wenn die Renditen auskömmlicher sind oder weil sie ohnehin Vermögensüberschüsse haben. Das gilt für Private, aber natürlich auch für Firmen. Das heißt, hier am Anleihemarkt sehen wir, dass es wieder Sinn macht, Positionen aufzubauen, entweder um die Rendite im Vergleich zu Cash zu erhöhen oder im Bereich der Staatsanleihen einen Schutz gegen eine Rezession mittlerweile zu etablieren. Wenn wir das Ganze weiterspinnen, niedrigere Kurse bei Aktien und auch bei den Anleihen, dann kommen wir eben zu dem Thema Übertragung von Vermögenswerten. Und ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt mitgebracht, das Bewertungsgesetz, das können Sie entsprechend selbst im Internet auch finden. Und hier sehen Sie, bei Wertpapieren wird der niedrigste am Stichtag festgesetzte Kurs entsprechend berücksichtigt und bei Investmentvermögen wie Fonds wird der Rücknahmepreis genommen. Und das jeweils zum Stichtag, also eben zum Vollzug der Schenkung oder eben am Todestag. Und vereinfacht gesprochen, wenn die Börse sich im Rückwärtsgang befindet und Aktien 20% niedriger rentieren und Anleihen 10% an Wert verloren haben, dann kann ich eben im Rahmen meiner Freibeträge heute günstiger schenken. Also von daher niedrigere Kurse im Rahmen der Vermögensübertragung immer ein gern genutztes Mittel. Natürlich nichts, was man dezidiert auf den Tag planen kann, weil Sie wissen ja nie, wann die Börse mal wieder sich im Rückwärtsgang befindet. Aber wenn man das in der Vermögensplanung langfristig berücksichtigt, dann hat man natürlich jetzt auch eine gute Möglichkeit zu sagen, wann wollte ich Vermögen beispielsweise auf die Kinder übertragen oder vielleicht auch auf den Ehepartner. Und dann sind diese Situationen günstiger, weil sie eben die niedrigeren Verkehrswerte entsprechend hier nutzen, um dementsprechend mehr Stücke zu übertragen und die spätere hoffentlich auch Werterholung eben bereits bei der beschenkten Person stattfindet und daher ein Instrument, um auf Ebene der Schenkungs- respektive Erbschaftssteuer sich hier gut aufzustellen. Was ist die Bedingung? Wie immer, wenn wir über strategische Vermögensplanung reden, wir müssen vorher unsere Hausaufgaben machen und ich habe Ihnen das hier mal anhand eines einfachen Beispielfalls mitgebracht. Also wir sehen hier den Rudi-Ruhestand, dem geht es soweit sehr positiv. Sie sehen auch hier, der Versorgungsstand 113%, also sprich, der hätte gerne einen gewissen Geldbetrag mit einer Inflation von 2%. Dann haben wir Einkünfte, haben natürlich dann auch irgendwo ein paar Abschläge, also Steuern respektive Krankenversicherungsbeiträge. Aber wir sehen sehr schön, dass sein liquides Vermögen mit etwas über 800.000 ausreicht, um das entsprechend sehr gut zu finanzieren. Also sagt der Rudi, naja gut, mir geht's so gut, ich möchte jetzt mal Geld an mein einziges Kind übertragen, Freibetrag 400.000 Euro, das mache ich doch jetzt mal. Und dann sehen Sie im nächsten Schritt, auf den ersten Blick sieht das auch gut aus, weil wir sehen auch hier, der Rudi zum 82. Lebensjahr sind noch über 550.000 Euro übrig, bei einer Inflation von 2%, wie eben gesehen, und bei den quasi nicht vorhandenen Zinsen. Was passiert jetzt aber, wenn wir Parameter anpassen? Und hier sehen Sie schon, ich habe die Inflationsrate von 2 auf 4% geändert. Gleichzeitig haben wir auch bei den Zinsen eine kleine Anpassung vorgenommen. Wir sehen immer noch, dass der Rudi das alles gut finanzieren kann. Aber wenn wir uns nun den konkreten Verlauf anschauen, dann stellen wir fest, dass das Kapital, was zum 82. Geburtstag da ist, nicht mehr bei 554.000 Euro liegt, sondern nur noch bei 336.000 Euro. Das heißt, hätte der Rudi jetzt heute die 400.000 Euro geschenkt aus steuerlichen Gründen, dann hätte er vielleicht irgendwann ein Thema bei seiner eigenen Ruhestandsfinanzierung. Und von daher, da sehen Sie schon, da schließt sich der Kreis. Erstens,
höhere Zinsen und höhere Inflationsraten haben deutliche Auswirkungen in der langfristigen Vermögensplanung. Das gilt für die Seniorengeneration. Bei der Übertragung auf die Juniorengeneration kann man momentan günstigere Bewertungen nutzen. Das hat positive steuerliche Effekte. Aber die beiden Generationen sollten miteinander sprechen. Man sollte versuchen, in Szenarien und Bandbreiten zu denken, um eben nicht nur aus der einen Perspektive steuerlich motiviert zu agieren, sondern gesamtheitlich das entsprechend abzubilden aus der Kombination von, welche Rendite kann ich für meine Anlagestrategie generieren, wo sind die Unsicherheiten bei der Inflationsrate, um dann hier zu einer sinnvollen wirtschaftlichen Perspektive zu kommen, die man dann über entsprechende rechtliche Regelungen und weitere steuerliche Optimierung eben im Sinne der beiden berücksichtigen kann, konkret ja eben hier unsere Seniorengeneration, aber eben auch die Juniorengeneration, die eben entsprechend dann hier in jungen Jahren hier mit Vermögen bedacht wird. Also, wir sehen schon, steigende Zinsen machen die Ruhestandsfinanzierung günstiger, steigende Inflationsraten haben wieder langfristig ihre Herausforderungen und ich glaube, man konnte hier sehr schön sehen, wie wichtig es ist, nicht nur auf sich von 2, 3, 4 Jahren zu denken, sondern die sehr langfristige Perspektive einzunehmen, um die Situation ja wirklich auch vernünftig einzustellen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.